aus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind hier noch am Bolzplatz und der MacVorago hat schon gesagt, ich Trottel hätte das eigentlich schon auf einmal verladen können. Hab die wohl nicht nur so richtig positioniert. So, beim Durchstöbern bin ich eben auf was Geiles gestoßen. Und zwar, hier gibt's einen Auftrag für Amazon. Hat das zufällig irgendwas damit zu tun? Keine Ahnung, werden wir aber feststellen. Die Stadiontribüne nehmen wir aber schon mal an, weil das wird dann der Auftrag, den wir entsprechend für unseren Vorarbeiter mal nehmen. Weil ich habe mir gedacht, wir werden mal den Amazon-Auftrag danach machen. Als erstes müssen wir jetzt aber mal schauen, dass wir hier für den Knaben das Ganze hinkriegen. So, das geht, glaube ich, relativ schnell. So, genau, dann können wir nämlich da gleich die nächste Aufgabe geben, weil das erste ist ja dann immer so Vorarbeiter ansprechen, ne? Ja, okay, dann 6 Minuten zum Gießen der Elemente, okay, dann könnte er das schon mal machen. Wir steigen hier wieder ein, weil ich habe beim letzten Mal mich natürlich hier doppelt blöd angestellt. Zum einen habe ich immer den Kran wieder zusammengeklappt, um zu gucken, ob das war, weil ich gedacht habe, naja, wird schon passen, ne? War dann auch ein bisschen blöd. Zum zweiten, ja, wie gesagt, hätte ich sie also dann doch beide zusammen reinkriegen können. Aber okay, jetzt nehmen wir das zweite Tor noch, machen das noch fest, bringen das zum Bolzplatz und dann ist auch der Auftrag erledigt. Und dann lassen wir uns mal überraschen, ja, was dieser berühmte Lieferant da jetzt gebaut haben will. Das wird dann nochmal ein schöner großer Auftrag. Und ich bin ehrlich schon fast am Überlegen, ob wir danach nicht so langsam dieses Let's Play beenden. Es warten ja noch einige neue Spiele auf uns und die andere Sache ist natürlich auch so ein bisschen, ja, es gibt hier nicht viel Neues mehr zu entdecken. Die Aufträge sind eigentlich jetzt in Anführungszeichen so immer ziemlich die gleichen. Ups, ja. Und außer, dass sich, sagen wir mal, das Gebäude ein bisschen ändert, tut sich aber so vom neuen Kennenlernen in dem Sinne nichts. Und deswegen bin ich echt am Überlegen, ob wir dann nicht nach dem Amazon-Auftrag vielleicht das Let's Play beschließen. Viele freuen sich ja auch schon entsprechend auf andere neue Projekte, ne? Und da müssen wir halt nur, wie gesagt, gucken. Ich habe da noch einiges im Petto, aber ihr wisst, ich bin jetzt auch keiner, der dann irgendwie so Porno-Dauer-Let's Plays machen möchte und irgendwie dann schaut, dass das dann ewig da vor sich hinzieht, weil irgendwann ist der Reiz dann einfach auch weg, ne? So, hier haben wir befestigt, das ist schon mal ganz gut. So, dann schauen wir mal kurz auf die Map. Also ihr könnt ja auch mal selber reinschreiben, was ihr davon haltet, ob ich vielleicht neue Spiele vielleicht dann noch aktivieren soll. Jetzt suche ich gerade den Bolzplatz. Ach, der war in der Nähe vom Bahnhof, glaube ich. Bahnhofsviertel da. Da müssen wir hin. So, hätte jetzt fast den falschen noch ausgesucht. Ja, wie gesagt, könnt ihr mal schreiben, ob ich da vielleicht dann eher ein neues Projekt bald starten soll oder ob wir hier den Bausimulator noch weiterführen. Weil Problem der Geschichte ist, ja, die anderen Spiele liegen hier bereit. Gut, Bausimulator ist eine interessante Sache. Wir haben jetzt weit über 130 Folgen gemacht. Und ich glaube aber so langsam, ja, gibt es einfach nichts Neues mehr zu entdecken. Außer wir würden dann so gesehen, böse gesagt, einfach nur noch so lange spielen, bis wir alle Erfolge voll haben und vielleicht 10 Millionen auf dem Konto. Aber es gibt jetzt in dem Sinne halt ja keine Neuerung und nichts, also man kann noch nicht viel ändern, weil, ich sag mal, die Missionen sind ja doch schon ziemlich deutlich vorgegeben. Aber, wie gesagt, das könnt ihr mal entscheiden. Ne? Wie gesagt, den Amazon-Auftrag, den möchte ich ja ganz gerne noch machen als Sonderauftrag. Wir können ja auch mal gucken, was dann noch so uns erwartet, ob da was Besonderes dabei ist. Denn ich habe zum Beispiel bis heute immer noch keinen Auftrag gesehen, ja, wo wir den Radlader im Prinzip benutzen können. Von daher wartet da vielleicht auch noch was auf uns, weil ich frage mich, für was ein Radlader im Game haben, wenn man im Prinzip für keinen Auftrag braucht. Aber da, wie gesagt, ja, könnt ihr auch mal reinschreiben. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Erfahrungen schon gemacht und wisst, wo man den einsetzen kann, weil ich habe jetzt, wie gesagt, spontan auch nichts gehört, außer gleich im ersten Unfall. So, musste ich mich kurz mal räuspern, die Stimme wollte sich gerade verabschieden. Ja, also wie gesagt, Radlader, keine Ahnung, für was wir den dann brauchen. Also für was man Radlader benutzt, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich habe jetzt noch keinen gesehen, keinen Auftrag, wo wir den Radlader irgendwie direkt einsetzen können. Von daher müssen wir dann halt mal gucken.
So, wir flitzen jetzt zum Bolzplatz, bringen jetzt mal das Ganze hier noch unter Dach und Fach. Ich meine, so viel ist es ja auch nicht. Es gibt 10.000 Euro für den Auftrag und ein paar Erfahrungspunkte. Durch das zweimal Fahren habe ich wahrscheinlich die Kosten schon fast so hoch getrieben, dass wir kaum noch Gewinn übrig haben. Aber trotzdem, wir sind bei 3,46 Millionen. Jetzt haben wir es aber. Also fast 3,5 Millionen Euro. Und ich denke mal, da haben wir uns schon ganz schön hochgepusht mit. Und wir besitzen soweit alle großen Baumaschinen, die wir brauchen für ein erfolgreiches Unternehmen. Gut, wenn jetzt natürlich noch die nächste Stufe kommt, da gibt es dann nochmal einen zusätzlichen Vorarbeiter, glaube ich. Danach werden nochmal besondere Aufträge freigeschaltet. Also das Level-System geht ja auch weiter. Aber ich möchte ja in dem Sinn jetzt auch nicht bis zum bitteren Ende einfach das durchspielen und dann sagen, okay, jetzt haben wir alles erreicht, wunderbar. Weil ich glaube, dafür ist es dann auf Dauer ein bisschen zu eintönig. Oh, und ich ein bisschen zu schnell. So, jetzt passt es aber eher. Also, wie gesagt, aber schreibt ihr mal eure Meinung in die Kommentare rein. Würde mich auch mal interessieren, denn ich denke mal, ja, wir spielen ja die meisten Games hier alle zusammen. Und ist natürlich auch mal interessant, eure Meinung zu hören, weil es sind, wie gesagt, auch noch ein paar Spiele hier in der Warteschlange. Da könntet ihr euch dann, wenn ihr sagt, nö, wir schließen es dann zum Beispiel nach dem Amazon-Auftrag ab, ja, dann könnten wir da vielleicht ein neues Projekt starten. Ja, mit meinem Studioaufbau, hier komme ich auch so langsam voran. Also ich sag mal, die Frequenz, die steigt jetzt auch langsam wieder mit den Videos. Und ich sollte vielleicht vorher noch aussteigen, die Ladung lösen. Hab gehört, das könnte hilfreich sein beim Entladen. So, jetzt probieren wir es nochmal. So, wenn wir das Tor noch dahin stellen. Ja, und wenn ich das bei anderen Let's Plays sehe, finde ich persönlich, irgendwann schalte ich dann noch ab. Weil es ist dann so ein Punkt, wo man dann sagt, naja, okay, ist ja cool, das Spiel mal angespielt zu sehen. Aber irgendwann ist dann einfach ein Punkt erreicht, ja, dann ist auch genug. Also, wenn es dann immer wieder sozusagen fast dasselbe ist und sich die Aufgaben immer mehr ähneln, dann ja, fehlt eigentlich auch so ein bisschen die Abwechslung. Weil irgendwann fährt man einfach wirklich nur noch spazieren von A nach B, bringt Teile hin und dann war es das. Für ein normales Game kein Problem. So, das ist erledigt. Oh, und der andere Auftrag ist auch gleich abgeschlossen. Ah ne, ich muss noch von der Baustelle mich wahrscheinlich entfernen. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, also ich möchte natürlich auch die Sachen interessant für euch halten, reizvoll halten, ne? Von daher lasse ich mich mal überraschen, was ihr dazu sagt. Und so, der Auftrag ist jetzt so gut wie fertig. Ich glaube, wie gesagt, ich muss mich hier nur noch... Entschuldigen Sie, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja, wenn es sein muss, gerne. Ich könnte mir ein neues Fahrzeug leisten. Ja, das ist schön. Brauche ich aber ehrlich gesagt im Moment eigentlich nicht mehr, weil wir haben ja alle Fahrzeuge, die es gibt. Außer wir bräuchten dann irgendwann mal die Möglichkeit, die Fahrzeuge doppelt zu belegen. So, fahren wir den erstmal runter und gehen vom Bolzplatz runter, dass das abgeschlossen ist. Oder wollen wir erst den anderen Auftrag weiterführen? Ich würde sagen, wir geben dem anderen Kollegen da erstmal Aufträge, aktive Aufgaben, Stadiontribüne. So, der will mit mir sprechen. Der Stadtrat, oder sollte ich vielleicht mal Richtung Firmengelände, dann fahren wir hier erstmal runter. Vielleicht ist er ja im Firmengelände bei mir. Hat da was Neues für mich. Vorsicht. Ah, jetzt hätte ich fast die selbst hingestellten Tore gleich wieder umgemäht. Auch klasse. Ja, machen wir uns hier erstmal. Ach, der steht hier direkt. Ah, Abschluss. Okay. Entschuldigung, ich hätte dich fast überfahren, gar nicht gesehen. Herr Stadtrat Schmitz, was kann ich denn gegen Sie tun? Bin gerade hier vorbeigekommen, habe gesehen, wie Sie die Tore abgeladen haben. Ich nehme an, Sie gehören zu einer Baufirma. Wow, dieser Mann ist intelligent. Und dieser Mann ist Politiker. Wie kam er jetzt drauf, dass ich mit einem Pritschenwagen, einem Bauhelm und Arbeitsklamotten zu einer Baufirma gehöre? Verfluchte Hacke. Das muss man mir erstmal nachweisen. Ja, meine Firma heißt Solaris Game World. Wir haben unseren Sitz in der Nähe vom Hafen. Unter anderem, wir haben hier zwei Firmensitze. Aha, sehr gut. Ich bin schon länger auf der Suche nach einem Unternehmen, das Erfahrung im Bau von Sportanlagen hat. Ich bin vor einiger Zeit mit meiner Familie in ein Haus auf den Hügel gezogen. Eigentlich ganz schön da, aber meine Frau hätte gerne einen Tennisplatz. Können Sie Ihrem Hobby nachgehen?
Nee, damit sie ihrem Hobby nachgehen kann, können sie denn sowas auch? Jo, das kriegen wir hin, gar kein Problem. Das wollte ich hören. Dann würde ich mich demnächst bei Ihnen melden, um die Details zu besprechen. Gerne, würde mich freuen. Schönen Tag noch. Ja, und du bleibst jetzt stehen und guckst weiter, wie toll ich die Tore denen gestellt habe. Mein Gott, ich gehöre zu einer Baufirma. Was man durch Politiker alles Neues lernt, das ist Wahnsinn. So, wir steigen jetzt erstmal ein, fahren um den Herrn Schmitz da mal ein bisschen rum. Und gucken mal, dass wir hier die Baustelle zu Ende bringen. Der sollte sich auch entfernen, weil ansonsten wird er gleich eingebolzt in Bolzplatz. Jetzt gucken wir erstmal, das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man hier rausfahren muss. Weil ich würde natürlich genau gerne sehen, was abgeht. So, Erfolg freigeschaltet. Ja, wunderbar. Mittelstand. Schließe 50 Bauvorhaben komplett alleine ab. 10.000 Erfahrungspunkte. So, und jetzt kann ich hier mal das Fahrzeug lenken, weil dauernd neue Abrechnungen kommen. So, 10.000 Euro, 500 Erfahrung. Wunderbar. Und ich hänge jetzt hier fest, weil ich mich nicht richtig rausbewegen konnte. Das ist herrlich. Jetzt kommt dann noch ein Auto. Du wartest. Weil jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier rauskomme. So, jetzt passt das wieder. So, und ich möchte mir auch den Bolzplatz angucken. Wow, so habe ich den aber da nicht gebaut. Aber okay, wenn Stadtrat Schmitz zufrieden ist, dann ist das in Ordnung. So, wir bewegen uns jetzt mal auf das Firmengelände in die Stadt. Schicken wir das Autochen gleich wieder zurück. Wunderbar. Steigen jetzt mal aus und gucken mal bei den Aufträgen, ob sich da jetzt was getan hat. Ein neuer Sonderauftrag. Die Reichen und Schönen. Okay, den Reichen habe ich gesehen. Wo ist die Schöne? Die war jetzt nicht dabei. Gut, das ist aber nur eine Kleinigkeit für 39.000 Euro. Da kann Vorarbeiter machen. Pfeift der Hund drauf. Wir wollen Amazon machen. Ne? Sieht richtig groß aus. Der Hendrik, unser Ansprechpartner. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir mal diesen Auftrag an und gucken gleich mal, was uns da erwartet. Denn Tennisplatz, Plattwalzen, ein bisschen Sand draufstreuen und Netz drüber spannen für die Insekten, da können andere machen. So, und er lädt. Und er lädt. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann laden sie noch heute. Na, da sind wir ja wieder. Guten Morgen. So, verdichte den markierten Bereich auf der Baustelle. Ja, super, dann machen wir das. Irgendwo haben wir noch einen Walzenzug rumstehen. So, steigen wir in den Knaben mal ein. Und da wir ja auch einen Erfolg haben mit dem Springen von Ort zu Ort, werden wir da jetzt dementsprechend mal auf die Baustelle 2 flitzen. Kostet 93 Euro, das ist günstig. Und da ist es schon. Beam me up, Scotty. Springe mit Fahrzeugen 50 Mal von Ort zu Ort. Gibt sogar 5 Riesen gleich. Ist das nicht herrlich? So, da ist Baustelle. Und hier sollen wir dann ein bisschen ja, verdüchten. Ne? Warum auch nicht? Ich glaube, da gab es sogar auch einen Erfolg mit dem Walzenkönig oder sowas. Da war irgendwas, wenn ich mich da richtig entsinne. So, und hier ruckelt es ein bisschen. Das sollte es eigentlich nicht. So, hier soll Amazon gebaut werden. Okay, aber wo ist mein Haus? Dann haben die es nicht so weit zum Liefern. So, dann bringen wir den erstmal hier in Position. Mir kommt es vor, als ob entweder das Spiel ein bisschen hakt oder das Ganze etwas träger geworden ist. Vielleicht wird das mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad immer schwieriger zu steuern. Keine Ahnung. So, dann schalten wir mal das Verdichten ein. Fahr mal dezent hier drüber, um das Ganze ein bisschen zu plätten. Ja, gerade fahren ist auch anders. Man sollte vielleicht erst gerade lenken und dann losfahren. Ist immer dieses Arcade-System, was McVorago auch schon gesagt hat. Ja, dann erstmal ein bisschen einlenken. Oh, das sieht schon übel aus. So, jetzt warten, bis gegengelenkt ist. Ja, halt. Rückwärts wollte ich. Rückwärts. Also vorwärts, rückwärts habe ich noch nicht ganz so raus. Und das mit dem Lenken ist auch nicht ganz so easy. Zumindest nicht für mich, aber ihr wisst ja, Bausimulator, Lenksteuerung und Solaris werden anscheinend nie große Freunde. So. Ja. Ich glaube, mit dem Traktorsystem vom LS15 ging das einfacher. Weil ihr ja gesagt habt, man kann auch vor- und zurückfahren. So, da drüben fehlt noch die Hälfte. Ja, ich stelle mich da beim Lenken irgendwie total blöd an gerade. Aber Hauptsache, es wird irgendwie alles platt gewalzt. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Kurz zurückfahren.
Ja, das sieht echt blöd aus, aber okay. Es scheint zumindest so ungefähr den Zweck zu erfüllen. Und, oh, ich sehe gerade, die Zeit ist leider um. Gut, dann werden wir uns hier in der nächsten Folge weiter etwas verdichtenderweise auf Amazon vorbereiten. Ja, so, das heißt, wir schalten jetzt erstmal den Kollegen aus. Würde sagen, wir steigen auch mal aus, dann knattert der Onkel nicht so. Und in dem Sinne sage ich für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus und